Dieser Film handelt von Agroforstwirtschaft in den Niederlanden und England. Agroforstwirtschaft steht für Landnutzungsformen, bei denen Gehölze mit anderen Ackerkulturen, Grünland oder Tierhaltung auf einer Bewirtschaftungsfläche angebaut und bewirtschaftet werden. Die Landschaft Mitteleuropas war früher durch solche Nutzungsformen geprägt. Gehölze in Knicks und Hecken an Feldrändern waren an fast jeder Ecke zu finden. Flächen mit Obst und anderen Bäumen, unter denen Vieh weidete oder in dessen unmittelbarer Nähe Ackerfrüchte angebaut wurden, waren fester Bestandteil der Landwirtschaft. Durch die Industrialisierung schwanden diese Strukturen zunehmend in ganz Europa. In weiten Teilen wurden die Ackerflächen intensiviert, wobei Gehölze von der Fläche verbannt wurden. Auch in England kam es zu grundlegenden Umstrukturierungen. Die Landwirtschaft mit kleinen Äckern und vielen Gehölzen, die die Landbevölkerung Jahrhunderte ernährte, war dem Druck ausländischer Importe nicht gewachsen. Es kam zu einer Landflucht. Weniger arbeitsintensive Nutzungen wie die Weidehaltung verbreiteten sich rasant. Heute findet sich neben den landestypischen Weiden ein auf Ertrag intensivierter Anbau von Getreide und Ölfrüchten. Es gibt aber auch noch andere landwirtschaftliche Systeme. Agroforstsysteme sollte das Thema einer Studienreise durch England sein. Ziel der Exkursion war es, Informationen zu diesen zu sammeln. Wie können Agroforstsysteme für ein soziales Miteinander sorgen? Welche Auswirkungen haben sie auf die Biodiversität und den Boden? Wie sind die politischen und ökologischen Rahmenbedingungen? Und wie kann ich ein Agroforstsystem selber planen? Wir konnten dafür Einblicke auf verschiedenen Höfen sammeln. Angefangen hat die Reise mit einer Führung von Wouter van Eck durch den Food Forest Kettlebrook. Eine lebende Insel von Vielfalt inmitten einer sonst eher kargen Landschaft. Ziel ist es, die Fläche des Waldgartens bestmöglich auszunutzen, um eine breite Palette verschiedener Früchte ernten zu können. Innerhalb weniger Jahre konnte hier die Sukzession nachgeahmt werden. So wurde ein System etabliert, welches gleichzeitig Lebensmittel produziert und vielen Arten einen Lebensraum bietet. Dazu dient eine breite Palette an heimischen Pflanzen und klimatisch angepassten Pflanzen aus anderen Regionen der Erde. Der stetige Bewuchs in dem artenreichen System sorgt zusätzlich für eine hohe Wasser- und Kohlenstoffspeicherung. We really need more trees in our landscape to sequester carbon, to bring back biodiversity and to have a perennial food system. And we don't need that much landscapes of the past, since the past is not very successful. We need a landscape for the future. Weiter ging es mit praktischen Möglichkeiten, um Bäume auf einem Acker zu etablieren. Auf der ökologisch wirtschaftenden Maple Farm Kelsale soll ein gesunder Boden und eine hohe Biodiversität erhalten werden. Dazu dient die Düngung mit stickstofffixierendem Klee, Mist der eigenen Tiere und eine schonende Bearbeitung des Bodens. Seit einigen Jahren helfen auch Bäume, um den Zielen gerecht zu werden. Die Bäume sollen neben den Früchten auch Holz für energetische und stoffliche Zwecke produzieren. Weiterhin schützen die Bäume die freilaufenden Hühner. Neben neuen Baumstreifen auf den Flächen dienen auch die ursprünglichen kleinräumigen Strukturen durch Hecken und kleinen Feldern zur Förderung vieler Arten. Die Farm möchte die umliegende Bevölkerung mit saisonalen Lebensmitteln versorgen. Eine lokale Vermarktung mit teils selbst weiterverarbeiteten Produkten runden das Betriebskonzept ab. Yeah, there's going to be a big changes in agriculture in the next few years. And you know, this it's been kind of the real drive has been the switch to regenerative agriculture, or is going to be a big drive. But that's being driven by the cost of fertilizer and actually the cost of farming. I think if you get the opportunity to plant trees, then do so. Danach machten wir uns auf den Weg zu den Vorreitern moderner Agroforstsysteme. Auf der Wakelands Farm wurden bereits 1994 Baumreihen auf den Acker gepflanzt.
Sie sollten durch wissenschaftliche Versuche zeigen, alternative Formen der Lebensmittelproduktion sind nicht nur möglich, sondern auch in verschiedener Art und Weise vorteilhaft. Dabei wurde mit verschiedenen Baumarten und Abständen zwischen den Baumreihen experimentiert. Während der Apfelernte konnten wir die ansässige Bäckerin tatkräftig unterstützen. Heute profitieren die Menschen, welche den Betrieb bewirtschaften, von den alten Versuchen. Der Platz zwischen den Baumreihen kann nicht nur zum Anbau von Getreide genutzt werden, sondern dient auch dem Gemüseanbau. Neben der Landwirtschaft hilft ein Netzwerk von verschiedenen Berufen, einschließlich der eigenen Bäckerei, die lokale Vermarktung zu ermöglichen. But if you measure how much carbon you sequester, or how much biodiversity you have, or how many great crested newts you have, or how many people you employ, I think the calculation becomes much more interesting. So we need to move away from a very narrow measurement of what we expect from this land to say, here's a whole range of other parameters that we get. Weiter ging es zu John Letts. Hier konnten wir Einblicke über Agroforstsysteme hinaus erhalten. Nach dem Motto Stability comes from diversity hat John uns in eine alte Art des Getreideanbaus eingeführt. Durch Getreidekörner aus alten Strohdächern konnte er ursprüngliche Populationen bestimmen und mit Hilfe von Genbanken nachzüchten. Durch zahlreiche Kreuzungen entstand eine neue Population. So I got rye from Scandinavia, from everywhere. Canada, Ireland, my old uncle in my village, everywhere. And I just put it in almost 25 years ago, I put it all together and I just let it grow. So I'm now, I think it's my 24th harvest this year and it's making whiskey and gin and vodka as well as flour. Die einzelnen Individuen unterscheiden sich nicht nur stark in der Höhe, sondern lassen durch ihre genetische Vielfalt eine hohe Stabilität erwarten. Das Getreide wird dabei als Dauerkultur angebaut. Es samt sich teils selbst aus oder ist, wie beim Roggen, sogar mehrjährig. Dadurch sind jährliche Erträge mit Getreide möglich. Eine Form der Bewirtschaftung, die uns die Vorteile von altem Getreideanbau, wie sie wohl im Neolithikum war, näher brachte. So I don't need to rotate, I don't need a fallow, I don't need a fertility building lay. I have that with clover in the field. So to me, it's like a permanent ecosystem, a permanent, more natural, manipulated, Neolithic grassland ecosystem. You see where I'm trying to just mimic what people did in the past and from what I can tell, and it works. Bei unserem nächsten Reiseziel konnten wir mehr über Apfelbäume und Gemüseanbau lernen. Bei Fred Bonestro wachsen etwa 1000 Apfelsorten. Er pflegt und erhält die alten Apfelsorten von King Charles. Zwischen den Apfelbäumen liegen Gemüsebeete, welche neben weiteren Feldern den eigentlichen Fokus des Betriebes darstellen. Durch die langen Apfelbaumreihen ist eine Bewirtschaftung der Beete auch mit kleinerem Gerät möglich. Durch die direkte Vermarktung, die nicht zuletzt auf das Vertrauen und die Hilfe der Kunden beruht, lässt sich der Aufwand für Fred reduzieren. Wir konnten uns durch die zahlreichen Apfelsorten durchprobieren und bei der Gemüseernte helfen. Das eigene Handanlegen soll dabei auch bei den Kunden einen Bezug zu den eigenen Lebensmitteln herstellen. But I just hope I can feed as many people as possible and as healthy as possible with the least amount of effort for me and the soil and just, yeah, create a local community of healthy people who appreciate the food and are willing to pay and sustain the farm, either with help or with money or in any other way. Der letzte Stopp war der Waldgarten von Martin Crawford. Hier konnten wir anschließend an unsere erste Reisestation Eindrücke aus einem weiteren Waldgarten mitnehmen. Vorwiegend durch das Ernten kann das Wachstum der Pflanzen gesteuert werden.
Beispielsweise die Ernte der Sprossen verhindert eine zu starke Verbreitung des Bambus. Die verschiedenen standörtlichen Bedingungen ermöglichen den einzelnen Arten gute Wuchsbedingungen. Der Waldgarten dient hier nicht vornehmlich der Lebensmittelproduktion. Er zeigt vielmehr die Vielfalt an heimischen wie auch exotischen Pflanzen, die in den dortigen Breitengraden wachsen können. Der Waldgarten bietet Inspiration und Anleitung für eigene Projekte. Trotz der nachrangigen Bedeutung des Waldgartens für die Produktion von Lebensmitteln konnte Martin uns seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit veranschaulichen. My attitude is, you can't call it sustainable unless it's sequestering lots of carbon to start with. That would be number one on my sustainability list. You know, of course, everybody defines sustainability differently. You know, so so you've got to be storing lots of carbon. Well, you know, all agroforestry systems tend to be storing carbon. So as long as you're integrating trees in some way with agriculture, it tends to be much more advantageous. But forest gardens store more than any other type of agroforestry. So it all depends what your priorities are.